Ja, Jana und Smile, hallo, schön seid ihr bei uns. Hallo zusammen. Danke, Hallo. gleichfalls. Hallo. Hallo. Ihr habt uns ja zwei spannende Videos geschickt vom gleichen Event, einmal unter einer Lampe und dann seid ihr zum Glück noch ins Feld getreten. Sehr spannende Aufnahmen. Erzählt doch mal, wann war das, wo war das und wie habt ihr das von Auge gesehen? Ja, wann war das? Vor einem Jahr ungefähr. Ja. Da war noch keine Ausgangssperre, da durften wir noch normal rausgehen. Und wir sind mit dem Hund von meiner Schwester rausgegangen. War alles ganz zufällig eigentlich. Und das ist hier in Straubing in Deutschland. Und ja, das ist eigentlich so ein kleiner Bachweg da, wo wir gegangen sind. Und ja, irgendwie sind wir darauf gekommen, wieder mal den Himmel anzuschauen, weil wir gerne einfach die Sterne beobachten und auch mal gerne Sternschnuppen sehen. Und dann sind uns diese Sterne in den Blick gekommen. Und dann haben wir uns aber eigentlich gedacht, was ist das denn eigentlich? Und haben länger hingeschaut und haben halt gesehen, dass die Sachen sich bewegen und auch blinken in verschiedenen Farben. Und ja, da waren wir unter der Lampe, und bevor es uns keiner auf diesem Planeten hier glaubt, dass wir sowas gesehen haben, haben wir noch schnell ein Video gemacht, waren aber dann leider unter der Lampe. Und ja, dann sind wir eigentlich gelaufen, ehrlich gesagt, um einen Platz zu finden, da wo keine Bäume sind und keine Lampen, damit wir eine bessere Aufnahme machen können. Und ja, da haben wir gesehen, dass sich die Flugobjekte hin und her bewegt haben und das auch nicht gleichmäßig. Das waren ungefähr 40 Stück, 30, 40 Stück. Und die haben sich auch nach links, nach rechts bewegt. Teilweise Sachen, die ganz vorne waren, sind auch mal ganz schnell nach hinten geflogen, haben dann wieder die Kurve genommen und sind wieder nach vorne. Die haben Das zwar, sieht man leider nicht auf ja, dem das Video. sieht man halt leider nicht. Das hat man So. dann echt viel, viel besser gesehen. Sind ja auch so, sind dann auch so nach rechts, links so quasi hin und her geflogen. Also ganz komisch. Ja, und dann, keine Ahnung, sind wir halt weitergegangen und haben geschaut, dass wir das noch besser aufzeichnen und haben halt das längere Video da gemacht. Und ja, und dann ging es eigentlich ziemlich, das ging 20 Minuten haben wir das ungefähr beobachtet und die sind auch ziemlich langsam geflogen, dass man auch wirklich alle gut sehen konnte. Und dann haben wir aber gesehen, dass sie immer wieder und immer mehr schneller werden und alle in eine gewisse Richtung fahren. Und dann dachten wir, okay, jetzt müssen wir laufen, damit wir noch ein bisschen was mitbekommen. Aber das haben wir auch gar nicht geschafft. Wir waren vielleicht eine Minute sind wir gelaufen und dann haben wir gar nichts mehr gesehen. Sehr spannend. Sehr, Ja. sehr spannend. Wo ist das? Also wart ihr da alleine oder gab es da noch andere Menschen, die das gesehen haben? Ja, nur wir zwei und unser Hund halt. Es war halt ein Spontanausflug quasi, weil wir waren halt daheim und dann musste der Hund Ja. auch mal raus. Und dann sind wir bei dem Gassi gehen, haben wir halt das gesehen so. Da ist ein Fahrradfahrer gewesen, aber der war so Ja. fokussiert darauf, nicht gegen uns zu fahren, dass er nicht nach oben geschaut hat, aber sonst war da keiner. Das ist auch eigentlich echt ein kleiner, abgelegener Ort, da wo man nicht so auf Nacht hingeht. Am Tag sind da schon viele Leute, aber auf Nacht war da gar keiner. Also wir haben auch ewig lange dort auf Nacht keine gesehen. Wir haben dann noch eine größere Runde gemacht mit dem Hund und Ist allgemein so ein Weg, der auf Nacht nicht so benutzt wird, weil er eben so dunkel ist. Aber ja. Ja. Habt ihr irgendwie von Kollegen, Bekannten oder anderen Dorfmitbewohnern was gehört, dass sie auch etwas gesehen haben könnten? Nein, gar nicht. Ja, Also. das, also nicht dasselbe, aber so viele andere Sachen, wie zum Beispiel der Freund von meiner Schwester, der uns zu diesem Channel gebracht hat quasi. Okay. Also dem haben wir das Video gezeigt, weil er halt auch so Galaxie Ja. begeistert ist wie wir so und hat und er hat halt auch selber so Videos wie bei ihm vor der er wohnt in so einem Dorf, sage ich jetzt mal, wie er da Aufnahmen macht von komischen Flugobjekten, die stehen bleiben, dann zu ihm hinfliegen und dann komische, also Echt laut ja, waren. so laut, aber nicht so Richtig in die laut. Richtung eine Drohne oder so, sondern
Wie eine Turbine hat sie. Ja, also das, so blöd gesagt, wirklich wie ein Raumschiff. So, und solche Videos hat er auch uns gezeigt und dann haben wir ihm halt das Video gezeigt und hat er unbedingt, hat er gesagt, das müssen wir unbedingt euch schicken quasi. Und okay. Ja, so ist es dazu gekommen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Geräusche, habt ihr Geräusche gehört von diesen Objekten? An dem Tag gar nichts, es war wirklich totenstill. Ich habe am Anfang gedacht, das sind Flugzeuge, wo ich 4, 5 gesehen habe, blinken, in der Geschwindigkeit von dem Flugzeug fliegen so und dann beim genauer Hinschauen sieht man anstatt 5 auf einmal so 30 blinkende Lichter und dann habe ich mir gesagt, so nee, es ist nicht normal, dass Flugzeuge so nah nebeneinander zur selben Zeit fliegen, auch noch dieselbe Strecke. Stimmt, ja, wir haben ja am Anfang zuerst nur 3, 4 gesehen und da dachten wir wirklich, es sind Flugzeuge oder halt hier sind auch öfter private Leute unterwegs, weil wir in der Nähe so einen kleinen Flugplatz haben. Mhm. Aber dann sind die teilweise so nah aneinander geflogen und so schnell wieder auseinander, dass es für uns einfach gar keinen Sinn ergeben hat, weil ein Flugzeug kann erstens nicht so schnell drehen und auch echt nicht so schnell fliegen. Die hätten mit Macht, keine Ahnung, 2, 3, 4 fliegen müssen. Ja, Macht 20. Und ihr sagt, die sind hin und her geflogen, also die haben die Richtung gewechselt und weil das sieht man wirklich auf dem Video leider nicht. Da sieht es einfach so aus, als ob die von rechts nach links fliegen würden, ganz langsam oder wie auch immer, oder stehen bleiben. Aber man sieht zwischen, da... Zwischen dem ersten Video, da wo man nicht so viel sieht, da haben sie schon angefangen hin und her zu fliegen. Also ganz, die ganz vorne, die wir als erstes gesehen haben, sind auch im Bogen nach hinten geflogen. Aber da haben wir halt noch nicht gefilmt. Erst da, wo wir die ganz vielen gesehen haben. Und ja, und dann, währenddessen wir eigentlich gelaufen sind zum nächsten Punkt, haben auch ein paar noch gewechselt. Aber danach sind die echt alle, ab dem zweiten Video, da wo man wirklich gut sieht, sind die alle schnurstracks in eine Richtung geflogen. Also das sind definitiv nicht die Starlink-Satelliten. Ja. Genau. Weil Satelliten haben wir auch gedacht. Ja, wir dachten an die Starlink-Satelliten von Elon Musk, als wir das zuerst gesehen haben. Ja, wir auch. Die fliegen aber immer in einer Reihe. Also ich habe noch nichts anderes wie eine Perlenkette gefunden. Das ist wie eine Perlenkette. Und eure Objekte, die sind ja wild durcheinander. Also genau. Ja. Genau. Und die blinken auch nicht, die Starlight-Satelliten. Ich habe noch keine Aufnahme gesehen, wo die blinken. Und wenn ihr noch sagt, die sind noch zurückgeflogen, haben die Richtung geändert, dann ist es klar, dann sprechen wir da von was anderem. Also, ja, genau. Ja, wir haben auch überall gesucht nach etwas, was irgendwie an dem Abend sein könnte. Da haben wir auch über die Satelliten gehört, haben aber auch Bilder gesehen, dass sie wirklich nur 10 Stück vielleicht wirklich in der Perlenkette sind, wie sie schon gesagt haben. Ja, aber solche Formationen gibt es immer wieder. Das hat man auch schon 1952 über Washington D.C. Gefilmt. Solche Riesenformationen mit 30, 40, 50 Objekten, die durcheinander fliegen und von vorne nach hinten und von hinten nach vorne und plötzlich fliegt eines weg aus der Formation raus, kommt wieder zurück. Das gibt es, also das wurde schon mehrfach gesehen und gefilmt. Ja, das ist gut. Gott sei Dank haben wir das überhaupt aufgenommen, weil das hat kein Mensch geglaubt. Ihr sagt das ja auch auf dem Video, das glaubt uns wieder niemand. Also, ihr habt die drei gefunden, die das doch glauben, dass ihr das gesehen habt. Also. Also wir sind ziemlich froh, dass wir euch gefunden haben. Haben wir eigentlich echt nur seinem Schwager zu verdanken. Ja. Wie schätzt ihr die Höhe ein? Das ist natürlich schwierig in der Nacht, aber vielleicht habt ihr von Auge irgendwie ein besseres Verständnis dafür. War das Satellitenhöhe oder Flugzeug? Oder wie Flugzeug was würdet ihr sagen? Oder? Flugzeug, vielleicht höher wie ein Flugzeug, aber nicht auf Satellitenhöhe. Also die hat man, ich glaube, also wäre Tag gewesen, hätte man die gut sehen können. Und du hast vorher gesagt, es war totenstill. Ja. War also es stiller als normal, also leiser als normal? Das kann ich gar nicht sagen. Also der Weg an sich ist der halt... Weg ist leise, aber ich habe auch das Wasser teilweise gar nicht gehört. Nein. Also normalerweise hört man das Plätschern vom Wasser, aber das hat man an dem Tag auch nicht gehört. Also es war wirklich still. Es war lang nicht mehr so still wie an dem Tag, auch keine Autos. Normalerweise hört man Sirenen eigentlich in der Gegend öfters, aber nicht mal das. Okay. Und
Habt ihr sowas schon mal gesehen vielleicht? Etwas Ähnliches? Gibt es das in eurer Gegend? Flugzeuge oder was auch immer das war? Aber habt ihr schon mal sowas gesehen? Bis jetzt halt nur die, halt so einzeln, so das, was auftaucht, dass ich in dem Moment denke, oh, das ist ein Flugzeug und dann auf einmal zischt es vorbei und dann denke ich mir so, war es jetzt doch eine Sternschnuppe? Aber eine Sternschnuppe blinkt nicht und haut dann einfach ab, sondern die zischt einfach durch. und halt die Videos von dem Schwager von mir, so dass wirklich die Dinger richtig schnell fliegen, stehen bleiben, dann wieder irgendwo hinfliegen und dann sogar wie in dem einen Video so schnell fliegen, stehen bleiben und dann in die Richtung von der Kamera her zu fliegen mit einem Geräusch, was man so nicht kennt, so vom Kampfjets nicht, von normalen Flugzeugen nicht, sondern so ein ganz neues Turbinengeräusch irgendwie so. Also wirklich, blöd gesagt, wie ein UFO. Er soll sich doch auch mal bei uns melden. Also das würden wir gerne mal sehen, was er dafür Aufnahmen hat. Ja. Ja, der hat sich auch ganz gefällt. Ja, weil gefällt. Die ist echt gut, die Aufnahme, die weil da hört man es richtig. Ja, die haben auch Teleskope ganz gut und die beobachten auch so. Ja, cool. Und das ist, würde uns auch interessieren. Ja. Ja. Vielleicht doch die Frage bei eurer Sichtung, ist euch außer diesen blinkenden Objekten sonst noch was aufgefallen, was nicht normal ist, oder? Ja, voll fokussiert. Ja, ich war auch richtig fokussiert auf die Lichter. Hat irgendwie der Hund ein bisschen angegeben oder so? Also war der Hund unruhig? Ja, die ist ein bisschen hin und her gelaufen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt also nicht, war, weil sie aufs Klo musste. Er sagt, er war hysterisch oder ängstlich oder so. Nee, sie ist allgemein ein Hund, der nicht ganz eigen ist, die hat keine Angst vor gar nichts. Okay. die stellt sich lieber dahin und kämpft für ihre Sache, wie das sie schwarz einzieht. Also die war auch normal. Sie hat schon gezogen, sie ist hin und her gelaufen, aber ich kann echt nicht sagen, ob sie da in dem Moment nicht aufs Klo musste oder... Ja. Jana und Smile, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch bei uns gemeldet habt und dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vor die Kamera zu sitzen. Das war sehr spannend. Vielen Dank, ja. Ja, natürlich für eure... Ihnen. Ja. Wir danken Ihnen. Ja. Wenn ihr wieder was seht, meldet euch wieder bei uns. Also, das machen wir auf alle Fälle. Ja, super. Danke nochmal. Ja, danke.